Eine Erdbeer-Pistazien-Tiramisu-Torte und das ganz ohne Backen. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Cooking with Daily Family Stories. Ich habe heute für euch eine Erdbeer-Pistazien-Tiramisu-Torte und das ganz ohne Backen. Super lecker, frisch, jetzt perfekt für die warmen Sommertage und ganz einfach zum Nachmachen. Wir brauchen dafür nur Erdbeeren, Puderzucker, natürlich Pistazien, Mascarpone, Sahne und hier unsere Tiramisu-Kekse. Das Ganze werde ich jetzt in meinem Chop & Go vorbereiten. Die genauen Zutaten genauso wie auf den Chop & Go verlinke ich euch unten in der Infobox. Da könnt ihr alles Schritt für Schritt nachlesen und jetzt fangen wir an mit der Creme. Für die Creme kommen unsere Pistazien gleich in den Chop & Go, werden zerkleinert und dann schön mit dem Puderzucker vermengt und unsere Mascarpone wird dann auch noch mit untergemischt. Das Ganze kommt dann raus und dann brauche ich meine geliebte Emulgierscheibe, denn damit werden wir dann unsere Schlagsahne aufschlagen. Die Schlagsahne wird dann nur noch unter die Mascarpone-Creme gehoben und dann ist die Creme auch schon fertig. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Part, und zwar zum Schichten. Hierfür brauchen wir unsere Tiramisu-Plätzchen. Die tunken wir erstmal in Milch und bilden hier erstmal unseren Boden. Auf die Kekse kommen dann unsere kleingeschnittenen Erdbeeren und dann eine Hälfte von unserer Creme. Und dann machen wir so weiter, bis alle Zutaten verbraucht sind. Nachdem wir unsere Tiramisu-Torte geschichtet haben, muss sie noch kalt gestellt werden für mindestens 4 bis 5 Stunden. Bei mir war das jetzt tatsächlich über Nacht und ich würde sagen, wir lösen jetzt unsere Torte aus der Springform, verzieren sie noch hübsch und schneiden sie auch gemeinsam an. Think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls, keep on acting small. Unsere Erdbeer-Pistazien-Tiramisu-Torte ganz ohne Backen ist jetzt fertig und sieht richtig lecker aus. Noch dazu ganz einfach zum Nachmachen, jetzt seid ihr dran. Macht dieses Rezept unbedingt nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann sehr gerne einen Daumen nach oben und abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Cooking with Daily Family Stories. Und ich lasse es mir jetzt richtig schmecken. Tschüss!